wenn man jetzt von diesen Faszienbehandlungen weggeht, in Form von Rollen oder Streichen und hin zu wirklich aktivem faszialen Mobilisationstraining, würden Sie, da nutzt man ja vor allem diesen Elastic Recoil, also den Dehnungsverkürzungszyklus da der Faszien aus, um das Fasziengewebe zu trainieren. Würden Sie da sagen, darüber kann man auch vielleicht sowas wie einen Hexenschuss oder einen Bandscheibenvorfall, wenn man die Bewegungen, bei denen es im Alltag zu diesen Verletzungen kommt, immer wieder versucht, bewusst zu reproduzieren. Wäre ein gutes Training, um dem vorzubeugen? Vorbeugen schon, ja. Aber ja, auch da ist die Frage der Dosierung. Gell? Ja. Also das haben wir sehr lange, ich habe das selber auch rechthaberisch, pharisäerisch propagiert, den Einsatz von Professor Alois Brügger in der Rückengymnastik. Und wir Deutschen haben das dann noch übertriebener angewendet, dass man sich auch im Alltag, selbst wenn man eine Büroklammer bückt, das immer mit geradem Rücken machen sollte. Und das war sehr profund aufgrund des damaligen Wissens. Da haben wir nämlich die Muskeln angeschaut, wir haben die Gelenkkapseln angeschaut und die Bandscheiben. Und die Faszien galten ja eigentlich nicht als Schmerzquelle in erster Linie und auch nicht als funktionelle Elemente, wenn es über die Verpackungsorganrolle hinweggeht. Und da hat es Sinn gemacht, dass man im Alltag versucht hat, die Bandscheiben zu schonen. Dadurch hat man aber auch die Rückenfaszie geschont, weil die wird im Wesentlichen bei lumbaler Flexion, also wenn ich einen Purzelbaum mache oder mich eben auch mal rund mache, da wird die dehnbelastet. Und wenn man die jetzt jahrelang nie dehnbelastet hat, dann wird die Reispapier dünn, dann wird die also weniger als einen Millimeter dünn. Das kann richtig hauchdünn werden. Und wenn ich dann zum ersten Mal im Suff oder weil es nicht anders aus dem Kofferraum geht, mit rundem Rücken eine Last hebe, dann reißt dieses Reißpapier natürlich umso leichter. Und dann würde mein alter Therapeut sagen, habe ich Ihnen doch gesagt, Herr Schleip, Sie sollen nie was mit rundem Rücken heben. Hier haben Sie die Rechnung. Und da würde jetzt mein Kollege, der auf der Baustelle arbeitet, sagen, nein, Robert, du musst mehr mit rundem Rücken mir auf der Baustelle helfen, damit deine Rückenfaszie ein ähnlich dickes 1 bis 2 Millimeter Hartgummisprungtuch wird, wie seine Lendenfaszie ist. Und die ist dann fast unkaputtbar. Also früher oder später schafft er es auch, die zu überlasten. Und das wäre jetzt das Ziel, so habe ich Sie verstanden, dass man, bevor es dort Zerrverletzungen gibt, dass man die Zerrbelastbarkeit oder Dehnungsbelastbarkeit im Alltag mit einbaut. Und das wären jetzt auch mit rundem Rücken ausgefügte, also mal kleine Rundrückenbeugung, dann mal einen Purzelbaum probieren, ohne den Nacken zu verrenken. Und dann eben auch diese schwingenden Übungen. Da nimmt man eine Keule oder eine Wasserflasche in die Hand und schwingt die unten zwischen den Beinen durch oder rechts von den Beinen und kommt elastisch federnd wieder nach oben. Und früher haben wir eben gemeint, dass im Sinne von dem Dehnungsverkürzungszyklus, so heißt es im Sportbereich, wenn man diese elastischen Bewegungen macht, wo man erst in die Längung eines Muskels geht, um dann schnell innerhalb von Bruchteilsekunden herauszufedern, dass es eine muskuläre Bewegung ist. Und jetzt, aber auch erst durch die letzten Jahre, Ultraschallforschung ist rausgekommen, wenn das eine elastisch federnde Bewegung ist, also wo das Alltagswort federn, das ist also nicht im Sekundenbereich, das wäre keine federnde Bewegung, sondern wenn das so ungefähr 0,2 Sekunden ist, dass dann die Muskelfasern sich kaum verlängern und verkürzen, sondern die Kollagen, also die weißen, die silbrigen Elemente um den Muskel herum, in den Sehnen, aber auch im Muskel drin, dass die eine gummiartige Verlängerung und Verkürzung machen. Und das würden wir sagen, das sollte man im Alltag wieder einbauen. Also solche schwingenden, rundrückigen Biegungen. Aber wenn jemand schon einen Bandscheibenvorfall hatte und der tut immer noch alles weh, dann bitte nicht mit federnden Bewegungen anfangen. Dann vielleicht mit ganz, ganz kleinen Wippbewegungen, aber immer im schmerzfreien Bereich. Ja, sehe ich genauso. Ja, sehr gut. Ah, da wollte ich Ihnen diese Folie hier noch zeigen. Gucken wir mal, ob das geht. Ja, wunderbar. Wir haben nämlich jetzt
vor allen Dingen durch André Fleming, das ist dieser holländische, funktionell denkende Physiotherapeut und Rückenschmerzforscher, ein klinischer Anatom nennt er sich, haben wir gelernt, dass man die Rückenfaszie in drei verschiedene Zeltplanen einteilen kann. Und das finde ich jetzt sehr sinnvoll, auch für die Rückengymnastik. Also wenn man die drei zusammennimmt, dann ist das wie ein sechszipfriges Sprungtuch. Und ich kann die ganz kurz erklären. Das wäre hier, also hier unten ist das Gesäß, hier wäre das Kreuzbein, das wären hier die Beckenschaufeln. Und hier sieht man diesen großen Latissimus dorsi, das ist eigentlich kein Rumpfmuskel, das ist ein Armruder-Hangelmuskel. Mhm. Und der bildet mit seiner Aponeurose, die wir ja zu den funktionellen Faszien, wie erklärt, dazu rechnen, bietet er die erste Schicht, die sich die Hand reicht mit dem Gluteus Maximus. Und die sollte man im Alltag dehnungsbelasten. Also es wäre zum Beispiel die Hocke, die man hier hat. Und das gibt es also, oder die Kinderposition hier. Also wer die entsprechende Religion hat, um sich 2-3 Mal am Tag in der Kinderposition auf dem Rücken auszusetzen, der hat keine so große Verklebungstendenz, würde man annehmen, erforscht wurde das aber nicht, in dieser Schicht. Mhm. Weil dort Gluteus Maximus maximal gedehnt wird. Es geht nur mit gebeugtem Knie. Ja, also in dieser Päckchenhaltung. Und auch der Rumpf in der Beugung ist und sogar die Arme nach vorne gestreckt werden. Diese Schicht, die wäre also eins, was man trainieren muss. Da muss man sagen, das muss in den Bewegungsalltag wieder mal rein. Wer kein Donnerbalken zu Hause hat, so haben ja unsere Vorfahren ihren Schulgang verrichtet, und wer nicht mehr auf der Hocke an der Bushaltestelle wartet und seine Gespräche führt, auch ich mache das nicht mehr, das wäre aber für diese oberste Schicht und für die Hüftgelenke auch natürlich viel sinnvoller, der soll bitte schön Yoga oder irgendeine Affengymnastik machen, wo er diese Endposition mit drin hat. Und jetzt kann man diese Schicht wegschälen und dann kommt direkt, ein bisschen adherent damit verbacken, kommt die zweite Schicht und das ist jetzt die Muskelhülle um die Rückenstrecker drumherum. Da ist es also egal, wie die Arme hängen, aber der Nacken soll nach vorne vorgedehnt sein. Also das wäre jetzt eher der Pflug und der setzt sich nicht in den Gluteus Maximus nach unten weiter, sondern hier in dieses sacrotuberale Ligament. Das ist die Fortsetzung von den sogenannten Hamstrings, von den Oberschenkelrückseitenmuskeln. Mhm. Die gehen praktisch, früher hat man gemeint, die hören am Sitzbeinhöcker auf. Das stimmt nur zum Teil, wie man jetzt dank André Fleming gelernt hat, sondern die ziehen an diesem zweiten Betttuch. Und wir Manualtherapeuten würden das jetzt hier zum Beispiel in so einem Massage-Chair wunderbar behandeln, dass der dann mit einer geschlossenen Kette unten mit den Füßen gegen den Boden drückt zum Beispiel. Mhm. Man könnte das aber auch hier im Flug behandeln. Und das muss eben auch sein im aktiven Bewegungsalltag. Und jetzt erst in den letzten Jahren entdeckt, gibt es eine dritte Schicht, die setzt nicht an dem Dornfortsatz an. Das ist ja der Teil von der Wirbelsäule, den man selber tasten kann, sondern der setzt an den Querfortsätzen an. Und das ist der Teil von den Wirbeln, der liegt vor den Rückenstreckern. Den kann ich jetzt, außer wenn ich völlig magersüchtig bin, nicht tasten. Und da diese Faszie, die dort ansetzt, die hat man erst seit kurzem erforschen können, weil da braucht man lange Nadeln oder besonders guten Ultraschall. Mhm. Die kann man auch als Rolfer nicht so einfach oder als Osteopath tasten. Und die scheint möglicherweise die wichtigste zu sein. Die ist zumindest beim Gesunden doppelt so dick wie die anderen beiden Zeltplanen zusammen. Das heißt, die ist für die Stabilisierung, für die Kraftübertragung mindestens so wichtig wie jede von den anderen beiden. Und die wird nun von Ihrem Freund, den kennen Sie sicher sehr gut, von dem innersten der drei Bauchwandmuskeln, von dem Transversus Abdominis in erster Linie gespannt. Und da sind Sie bei all Ihren Rumpfbeuger, Rumpfstabilisations, die ich gerade auf Ihrer Website bewundert habe. Also ganz tolle Übungen. Weil sie die nicht immer nur in dem Waschbrettmuskel von vorne versuchen zu unterstützen, sondern auch in rotatorischen Bewegungen. Genau. Und das sind jetzt die tollen Sachen, die wir hier auf Faszienebene versuchen zu unterstützen. Also diese drei Zeltplanen, die sollte man relativ hoch dosiert, also 50% Maximalkraft reicht leider nicht, sondern, und das sind eben diese federnden Dehnungen, und die bitte nicht ein paar hundert Mal wiederholen. Mhm. Sondern nur ein paar Dutzend Mal und dann bitte 1-2 Tage Pause. Mhm. Und das hat sich, kann ich hier noch kurz zeigen,
unser neues Bild. Muskeltraining ist wie ein gradueller Dimmerschalter. Je mehr ich den Muskel belasse, natürlich nur im physiologischen Bereich, umso kräftiger wird das Muskelwachstum angestoßen. Und also jeder, der in die Muckibude geht, weiß, wenn er hochdosiert trainiert, ist der Wachstumseffekt größer, natürlich nur im physiologischen Bereich. Für das Kollagenetraining hat man hier oben gezeigt, dass eine moderate Belastung eben nicht ausreicht. Da ist nicht mal 1% Steigerung. Also das ist wie ein Kippschalter. Und zwar, um die Sehnen zu trainieren, ist es wie ein relativ rostiger, schwergängiger Kippschalter. Da muss man relativ, zwar nur ein paar Dutzend Mal, aber man muss das relativ ruckartig fast belasten. Deswegen machen wir diese Mini-Bounces. Beim intramuskulären Bindegewebe, hier links unten ist so ein schönes Bild. Also in jeder dieser ganz dünnen, hauchdünnen faszialen Hüllen steckt eine Muskelfaser drin, die man hier mit so einer ganz starken, waschmittelähnlichen Natronlauge aufgelöst hat. Und man hat nur diese Faszienlaugen. Also so ein Faszienstrumpf hätte ich gerne. Und wenn ich den trainieren will, da reicht auch kleine Wippbewegungen. Das ist also ganz spannend, was man da hat. Also, so viel zur Rückengymnastik. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nicht die Fragen aus dem Mund genommen. Also, wir würden sagen, jawohl, federnde Belastungen, auch diese Schwungübungen, aber nur im schmerzfreien Bereich.